Ja, sind hier wieder zurück nach einem sehr, sehr erfolgreichen Part. Sind unter anderem eine Runde im Pokal weitergekommen und haben uns auch durchgesetzt in der Liga gegen den ja, Mitabstiegskandidaten Pauli und konnten uns so ein bisschen befreien, sind noch auf dem Relegationsplatz, konnten uns da auf jeden Fall ein bisschen vorschieben. So, und jetzt geht's gegen Freiburg. So, ich muss mal gucken. Lassme ist derzeit richtig gut in Form, der wird auf jeden Fall im Sturm starten. So, Dompe hat letztes Mal getroffen, Aspria hat eine Vorlage gegeben. Sagen wir tun Aspria für Dreher rein. So, Abte hatte eine Vorlage gegeben. Das passt alles. Bischoff derzeit in einer guten Form, will aber trotzdem mit Kraus starten. Wrangs. Die Frage, Vasialidis können wir auch mitnehmen für Tower. Das hat sehr gut funktioniert, da dieses Mittelfeld. Haben wir Weiser, Pfeiffer, Bella, Kotschap, Luflik, ja. Sagen wir machen das diesmal so. Testen das einfach mit Vasialidis auf der 6 und gehen mal ins Spiel rein. Heimspiel gegen Freiburg. 11. Platz. Die sind stärker als wir. Aber vielleicht können wir so diese positive Phase mitnehmen, überraschen und auch von unserer Heimstärke Gebrauch machen. Ja, beide Mannschaften spielen sehr defensiv. Freiburg jetzt mit den ersten Chancen. Und jetzt kommen wir auch mal vors Tor und machen direkt den Treffer. Und wieder ist es Lassme, der wirklich in einer richtig starken Form gerade ist. Aber direkt ein Gegenangriff ist dann Freiburg. Den Treffer. So. Es bleibt beim 1 zu 1, es geht in die Pause und wir machen genauso weiter. Durchaus ein okayes Ergebnis gegen Freiburg. Und gehen sogar 2-1 in Führung. Aspria, zweites Saisontor, der auch jetzt zuletzt wieder besser reinfindet. Jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht wieder in Rückstand gehen und ich tausche mal Vasialidis aus. Ah, und Freiburg macht direkt im Anschluss das. Ja, ein Unentschieden. 2-2. Pfosten. Jetzt ist da sehr, sehr viel Intensität in der Partie. Freiburg jetzt nochmal mit der großen Chance und machen auch das 3-2. So, und jetzt müssen wir mal reagieren. Abte tun wir raus für Dompe. Können wir nicht, lass ich drauf. Bella Kotschap. Ne, lasse ich auch drauf. Aydin. Ich gehe mal weiter so. Kommen wir nochmal ran. Jetzt Freiburg nochmal mit der großen Chance. 3-2 verloren gegen Freiburg. Ach, schade. Ja, Stuttgart auch mit dem Unentschieden. Schiebt sich wieder an uns vorbei. Hertha hat unentschieden, Mainz unentschieden gespielt. Union verloren. Nürnberg verloren. Ja, nicht so der schlechte Spieltag. Aber. Wie wie oh Mann.
So, weiter geht's im Text. Nächstes Spiel gegen Hertha. Auch da wieder ein wichtiges Spiel. Jetzt sind wir so, haben wir ein bisschen einen Knick reinbekommen in unserer Form. Aber sollten hier gegen Hertha müssen nicht verlieren, am bestenfalls einen Sieg holen und dann hätten wir wieder eine ganz, ganz gute Ausgangslage im Abstiegskampf. Werden uns auf jeden Fall dann da irgendjemand vorbeischieben, sodass wir nicht mehr auf dem direkten Abstiegsplatz sind. Okay, Flick Bischoff sollten wir mal mitnehmen. Für wen? Für Dompe. Bodlech tun wir mal für Hekeren mit rein, der ist gerade in einer guten Form. So, dann haben wir Vasialidis, den ich wieder erlösen werde von der 6. Der hat mir da jetzt doch nicht so gut gefallen. Und jetzt mit der Tower nochmal ran. Nochmal in die Spielergespräche. So, gehen wir ins Spiel rein. Auswärts. Hat er leicht besser. Für Cedric Zähmert geht es heute um den Job. Okay. Dann sehen wir mal, was am Ende stimmt. Und Hertha geht ganz früh in Führung. Kraus mit dem 1:1, sehr, sehr gut. Auch sehr, sehr wichtig, da direkt zurückzukommen. Sowas setzt natürlich dann auch Hertha BSC unter Druck. Haben auf jeden Fall einige Chancen gehabt. Tower jetzt mit der gelben. Vasialidis tun wir mal rein. Tower nicht so gut gespielt, dann auch noch die gelbe Karte auf der 6. Beabte. Mal hier den Wechsel und dann Dreier über rechts. Da lässt sehr, sehr viel liegen. Da haben wir auf jeden Fall Glück gerade. Einigen Aktionen. Nochmal wir vom Tor. Leider nicht erfolgreich. Ja, 7 Punkte unentschieden hat auch Mainz gespielt, Stuttgart leider gewonnen, Hertha unentschieden, auch Pauli unentschieden. Der Punkt hat uns nichts gebracht. Trotzdem mit einem Sieg wären wir immer noch auf Platz 15 bzw.
könnten auch bei einem sehr, sehr hohen Sieg Hertha überholen, bei einer möglichen hohen Niederlage auch von Hertha. So, Bewertung der Neuzugänge. Weiser ist eine echte Verstärkung. Guter Griff. Bellakot, Schaab, Asprilla, Pfeiffer und Gazzaniga und Lassme. Nur Mitläufer ist Dreier und Dompe. Flop ist Abde, Wrangs, Tower, Gay, Aydin und Handwerker. Okay. Thomas Ovejen, gelingt es im Streit zwischen Bella Kotschap und Pfeiffer vermitteln zu ergreifen? Beide Spieler gewinnen 3 Moralpunkte, sehr gut. So, haben wir jetzt noch Feinde in der Mannschaft? Nein, Freunde, Vasialidis und Gay. Faire Gehälter. Schwierige Kommunikation, Dreier. Wir sollten einen Spieler verpflichten, der direkt mit Andreas Dreier kommunizieren kann. Das wird seine Integration in die Mannschaft erleichtern. Ein Spieler, der für das Team einfach unverzichtbar ist, ist Vasialidis. Ein anderer Spieler, der für das Team auch außerhalb des Platzes wichtig ist, Maka Gay. Okay. Teamhierarchie haben wir noch gar keine richtige. Ja, müssen wir mal gucken, was wir am Transfermarkt machen können. Nur ein Ausbildungsverein. Weiter geht's. Ich glaube, diese Saison ist wirklich so die Game-Changer-Saison. Wenn wir diese Saison mit diesem jungen Team schaffen, in der Liga zu bleiben, mit einigen guten Mannschaften, wobei auch einige Aufsteiger gerade hochgegangen sind, also eigentlich musst du das ja erreichen, dann kann das nochmal eine Menge bewirken. Weil dann ist man wirklich etabliert, dann sind auch die Spieler an die Liga gewöhnt, dann hast du auch ein langfristiges Team, die Spieler werden auch älter. Wir haben das Problem im Moment, glaube ich, dass wir auch keine richtigen Anführer haben, ne? Wo vielleicht ich so ein Kraus gesehen habe oder einer aus Pfeiffer, Bella Kotschop. Gazzaniga wurde ja als älterer Spieler dazugeholt. Ja, das ist, wenn wir mal nach Alter gucken, Weiser füllt diese Rolle auch nicht aus, Ovian auch nicht, Vasialidis auch nicht, ansonsten wird es dann immer jünger. Da müssen erst Spieler in die Rollen reinwachsen oder wir müssen neue Spieler holen. So, was machen wir? Was machen wir? Ich würde Gay nochmal die Chance geben, da Lass beim letzten Spiel nicht getroffen hat. Dreier. Tower wird Aydin spielen lassen vielleicht mal. Tower hat mir nicht so gefallen. Gehen wir so rein. Ah, Posten von Abde.
Gay diesmal mit dem Treffer und da hat sich das wahrscheinlich gelohnt, ne? Dieser Wechsel im Sturm, Gay mit seinem ersten Saisontor, vielleicht kommt er jetzt auch so langsam an und dann haben wir da zwei Stürmer, die auch treffen, was sehr, sehr wichtig ist. Freut mich auf jeden Fall für den Gay, weil ja, der ist ja auch als neuer Spieler hergekommen für einiges Geld und sich jetzt zum ersten Mal mit einem Tor belohnt. Ja, 8,5 Millionen. Ja, es ist schon sehr, sehr viel Geld, was da von einer Mannschaft, die im letzten Jahr aufgestiegen ist, in die Hand genommen wurde. Und das zahlt sich jetzt vielleicht so ein bisschen mal zurück. So, wir wechseln mal ein bisschen aus. Was macht am meisten Sinn? Franks ist nicht mehr so frisch. Tun wir mal. Na, der ist aber auch nicht. Weiß nicht, wieso ich den mitgenommen habe. Aspria gegen Dreier, der macht nicht den besten Eindruck. Und Tower können wir gleich nochmal wechseln. Lass mir ein bisschen Zeit bei den Wechseln, beziehungsweise macht ihr alle einzeln, um da auch nochmal ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Ja, jetzt würde ich Franks doch dann runter tun. Frische 68 nur noch und dann auch jetzt die gelbe Karte. Zehn Minuten, bringen wir nochmal den Lastmann nach vorne. Mané für Bella Kotschap für die letzten Minuten. Kriegt der Junge auch nochmal Spielpraxis. Und da sind wir ja, zu Hause erfolgreich. Gewinn mit 1:0 und können uns jetzt vor Stuttgart vorbeischleichen. Und ja, Stuttgart mit der Niederlage, Mainz mit der Niederlage, Pauli mit einer Niederlage, Hertha nur unentschieden, auch Augsburg und Hoffenheim, Nürnberg verloren. Das heißt, hier unten sehr, sehr viele Mannschaften dabei, die zumindest mal eigentlich bis auf Hertha alle verloren, was sehr, sehr gut ist. Und da ist dieser Dreier natürlich dreifach, vierfach gut. Was mich so... Und was ich so unfassbar finde, ist gerade Fürth auf Platz 4. 20 Punkte schon geholt, also die haben schon die halbe Miete fertig für einen Nichtabstieg. Wenn man sich so die erste Elf anguckt, so krasse Spieler haben die jetzt nicht. Bucher ist nur mit 76, Itta mit 76, ansonsten ja auch viele im 60er-Bereich. Aber wir sind auch nicht so stark, ne, wenn man guckt. Drei Spieler mit 76, wir haben vielleicht noch ein paar mehr im 70er-Bereich. Merkt man halt auch, dass wir noch vor kurzem in der zweiten Liga gespielt haben, jetzt so ein bisschen den Kader verändert haben. Aber ich glaube, wir haben vor allen Dingen sehr, sehr entwicklungsfähige Spieler. Jetzt geht's gegen Augsburg, auch da wäre die Möglichkeit, so den nächsten Schritt zu gehen. Augsburg auf dem 13. Platz. Wir kommen gerade aus einer guten Phase. Boah, der fällt aus bis Dezember rein. Auch gerade richtig gut in Form. Tut natürlich jetzt ein bisschen weh. So, Tower spielt sich auch so ein bisschen in Form.
Mal ein paar Mentoren. Ups. Da gibt es keinen Mentor für die Spieler. Haben wir jetzt nicht den einen bekommen? Scheinbar nicht, ne? Wir hatten noch mal einen Jugendspieler oder ist er jetzt schon mittlerweile in der zweiten? Mit 4 Talentsternen. So, ich würde sagen, die gegen HSV schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und lasst gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ciao.